sollst die Flasche nicht essen, ne? So, und damit hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge von Ein echter Huni-Fan. Natürlich mit dabei Stargast Silas. Hallo. Geiles Hallo. Und hier sind wir im wunderschönen Escort, der ziemlich breit ist und auch ein bisschen schneller gemacht worden ist. Wir sind quasi auf S1 voll aufgebaut. Machen wir dabei eine Meisterschaft. Wer hätte es gedacht? Das ist Innovation. So. Fährt direkt hier um die Ecke an. Mit einem kleinen Rundstreckenrennen über drei Runden. Und als Gegner haben wir Autos aus den 1970ern. Die Linien waren kantiger, aber die Motoren waren so groß wie nie. Mach dich für die 1970er Meisterschaft bereit. Aber die Motoren waren so groß wie nie. Ja, wir haben auch einen ziemlich riesigen Motor. Muss man ja auch sagen. Mit 15,37 Liter Hubraum. Pro Zylinder. Und Turbo. Und 20 Zylinder haben wir. Oh yes. Als Reihenmotor. Oh yes. Naja. Wäre auch mal cool, ne? So ein Motor mit 20 Zylindern in einem Serienauto. Ja. Weil 16 ist ja auch irgendwie ein bisschen wenig. Ja. Ich glaube, du nimmst nicht 2 V8, also dass du ein W16 hast, sondern nimmst einfach 2 V12. Hast einen W24 Motor. Perfekt, KI! Diese Auswahl an Autos. Ja, gut. Hat gut funktioniert. Es geht immer so. Kann man sich einstellen, wie das, was wir uns vorstellen. Nee. Ich habe so mit Ford RS1600. Da waren so verschiedene Autos, die aber das gleiche wenigstens. Vor allem alle in Rot. Nicht mal mehr ein Design oder so. Die Sätze sind unnötig, ja. Diese Turbos. Haben die eine Kurvenlage? Die Kackdinger. Alter. Bin ich voll gerammt. Ey! Das ist wieder nur am Driften. Ja. Kann ich anders. Muss ich ein bisschen zurückhalten, wie das. Weil das sind hier so schöne Kurven. Die extra so gemacht, ne? Oh nö! Aber wir anzuschieben. Hast du gerade drauf verpasst? Nee! Weißt du? Perfekt. Muss auch mal den Silas machen, ne? Ja, genau. Ist ja der Profi daran, Punkte zu verfassen. Stimmt gar nicht, es war nur letzte Folge. Ja. Und die davor, glaube ich. Ja, in 2 von 3 Rennen. Ja. Zu den ersten Kontrollpunkten verpasst. Ja, kann doch mal passieren, Mensch. Ja, 2 von 3 Mal. Der Turbo, ne? Boah. Das ist mal ein geiles Turbo-Geräusch. Du bist kein Turbo Fabian. Du bist ein Fabian. Was bist du? Hallo. Auch kein. Danke. Danke. Ja, nehme ich als Kompliment. Zeig meiner Mama jetzt das Video. Ich zeig meiner das letzte Video, wo du sie beleidigt hast. Nein, nur so nicht. Würdest du ja nie tun, ne? Das ist ja ein ganz lieber, ganz braver. Die Strecke kann man quasi einfach komplett querfahren. Wenn man es kann. Ja, der war schon nicht schlecht. Oh, nein, nein, nein. Nicht gegen Zäune fahren oder so gegen die Häuser. Wäre nicht so gut. Ich gehört, das könnte nicht so gut sein fürs Auto. Und für den Fahrer. Ich weiß aber nicht, wie ich darauf komme. Ein Mysterium. Ja. Einfach für Galileo Mystery. So. Oh. Gardin. Ich würde auch sagen, das wird ein ruhmreicher Sieg für uns. Auf jeden Fall. Die hat einfach
gezeigt, dass sie nichts kann. Der Strat, das ist einfach overpowered. Mittelmotor ganz leicht, Bodenlage wie ein Brett. Und meine KI gönnt sich gerade dazu. So. Rennen, Digga, Digga. Ja, wunderschöne Stratosses. Es ist noch keine Ladezeit, Silas, ne? Du musst noch warten. Was? Es ist noch keine Ladezeit. Was? Ja, aber die Melodie gehört. Welche Melodie denn? Melodie von Musik. Von welcher Musik? Der Musik. Ach, der Musik. Ey, was willst du von mir? Ja, perfektes Drag Race. Wir sind so ein Behinderter, der nicht reden kann. War wieder gemein, aber. Ich hab natürlich nichts gegen Behinderte, außer gegen Sievers. Wo willst denn du hin? Wow! Triple Barrel Wall! Wo willst du hin? Triple Barrel Wall und. Mach mal Clip. Gelandet. Hab ich. Komm, vielleicht kommt auf den Reifen wieder gelandet. Vielleicht so oben. Ich glaube, es waren drei. Ich glaube, es was? Kann ich ja vielleicht so ein Video reinschneiden. So oben links oder so. Ach, das wieder, ja. Oben links. Oben rechts. Kopf über. Gespiegelt. Schräg. Horizontal. Vertikal. Okay, reicht. Das mache ich aber nicht alles, ne? Das kannst du vergessen. Doch, das machst du alles. Nein! Diesmal nicht. Hab ich beim Comeback gemacht, ja? Das fand ich irgendwie lustig da, das so zu machen. Genau aus demselben Grund habe ich es jetzt wieder gemacht. Ja, aber nicht jetzt 50.000 Sachen da sagen. Warum nicht? Ja, wer soll das denn schneiden alles? Du oder wie? Du schneidest deine Videos, du! Und ich schneide auch deine. Eins. Ja. Ja. Wie viele Videos hast du denn auf deinem Kanal? Fünf oder so? Ja, ein paar Clips und ein geschnittenes Video. Ja, von mir. Mein Kanal ist nicht mehr ein Kanal. Das ist eine Seite, die da existiert. Und keiner braucht. Doch ich. Ich gucke ja auch YouTube-Videos. Dafür brauchst du unbedingt einen fetten Kanal, ne? Mhm. Ey, KI, was wollen das hier? Habe ich den Checkpoint? Perfekt. KI nicht anschieben. Was wollen die alle von mir? Eight. Das habe ich aber nicht. Das kann ich dir nicht bieten. Nicht? Also vielleicht mal jemand anders fragen. Weißt du, jemand, der mit M anfängt und mit Eikel aufhört? Ich dachte, das kommt Marc oder so. Nein. Jetzt hattest du wieder gesagt, ne? Ja, aber ich dachte, du sagst das. Nein. Vielleicht einer, der mit F anfängt und mit Aurelian aufhört. Aurelian? Wer soll das heißen? Ja, das ist eine gute Frage. Kenn jemanden, der Florian heißt? Da kennst du so jemanden. Ja, auf jeden Fall. Warum bin ich Dritter? Und wieso liegt der eigentlich so? Wieso ist es überhaupt schon wieder Nacht? Ja, ist echt so. Irgendwie ist immer Nacht mit Aufnahmen. Ja. Turbo-Geräusch. Nein, den ersten knall ich mir nicht mehr. Was, den ersten knall ich nicht mehr? Krall ich mir nicht mehr. So, jetzt hab ich knall ich nicht mehr angehört. Und den ersten, den knall ich doch nicht mehr. Nein, ich hab fast auf den zweiten wieder bekommen. Das klingt so, wenn wir alle durchs Ziel fahren. Ne. Die klingen einfach alle gleich.
Sicher? Ja, wir sind an derselben Drehzahl jetzt hier gefahren. Hm, Zufall. Haben wir auch eventuell alle das gleiche Auto. Aber nur eventuell. Und Forza, bitte lass es im nächsten Rennen auch mal Tag sein. Nacht ist geil, aber nicht zum Rennen fahren. Das ist halt eher ungünstig. Vor allem im Dschungel. Alter. Warte. Warte mal. Warte mal kurz. Alter! Du alter Sack. Nee, eine Freundin von mir ist behindert. Ist das was Neues? Nee, ich frag so, ey, jo, wann hast du wieder Zeit? Freitag, okay, wie viel Uhr? Kommt Fragezeichen, so, bist du blöd, so, wieso? Was ist daran nicht zu verstehen? Wie viel Uhr? Was ist daran nicht zu verstehen? Frauenlogik. Oh. Hä? Wie kann man denn so blöd sein? Keine Ahnung. Ja, du willst doch nur die Wann hast Uhrzeit du wissen. wieder Zeit? Ohne Scheiß, wann hast du wieder Zeit? Freitag, okay, wie viel Uhr? Das ist typisch Smiley ist Frauenlogik. voll unfreundlich. Was heißt das? Bist du blöd, Alter? Ja, die ist gerade auf jeden Fall ziemlich blöd. Ich glaube, die meint den, der so nach oben guckt. Junge, was ist? Ich zeige dir dem Smiley jetzt mal. Was ist an dem Smiley unfreundlich? Ich kann gar nicht an mein Handy gehen. Blende den Smiley jetzt ganz groß ein und jetzt. Schreibt allen in die Kommentare, was ist an diesem verfickten Smiley unfreundlich? Der guckt doch unschuldig. Seit wann sagst du, was ich einblende? Weil ich das sage. Du musst das machen. Ja, es ist nicht Nacht auf Wenn du jeden das Fall, ne? nicht, wenn du das nicht machst, lasse ich dich nicht in meine Videos schneiden. Tja. Oh Mann! Ich habe mich so gefreut. Dann bin ich auch so Ja. flunklade. Mache jetzt noch Videos auf Silas Kanal. Mach ich zu. Abonniert alle Trust. Genauso geschrieben wie mein Gamertag. Nee, anders. Ne, stimmt, da ist. Mein YouTube-Kanal ist echt EE Trust EE. Weil der hier ist ja EE Trust EL. Ja. Sehr verpfirrend. Also dann mal bei Twitch vorbeischauen und melden, würde ich sagen. Ja. Ich lade nämlich auch sehr oft sexuelle Videos hoch. Ja. Weil Clickbait des Todes. meine Drift-Clips, die eigentlich alle auch schon über ein Jahr alt sind. Oder ein halbes Jahr oder so. Bis auf der eine Clip, ich glaube, das ist gar nicht so alt. Die sind nämlich schon alle ziemlich sexuell. Weil damals konnte ich noch gar nicht driften und hab den auf YouTube hochgeladen. Weil ich damals auch schon driften. Ich bin Erster. Wie habe ich das geschafft? Oder so kompetent bist. Lancia, hau ab da. Halt mich nicht auf. Fies dich. Und Ibims Zweiter. Noch. Perfekt. Das runterschalten, Im letzten Rennen, ne? Bei den Schiffswracks. Ja, auch so toll. ne? Also die hätte gewinnen können, aber nein, die muss mich ja wegschubsen. Das schaffst du, Fabian. Fabian. Fafian. Fabian. 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 Was soll Ich das hatte hinführen? gestern schon. Ich hatte gestern schon übelsten Sprachfehler und habe mich bei jedem Wort versprochen, aber heute ist. Fängt er genauso an, wie es gestern aufgehört hatte. Ich sag mal, die Freunde von meinem Bruder. Der hat mal in einem Satz mit 6 Wörtern 7 Fehler. Perfekt. Und die ist jetzt aktuell 23. Ich kenne auch Leute, die schaffen es. Wow! Fahr mein Internet knackt ab. Ich war übelst am Rumlaggen. Das war ja nicht Oh, ich. schon wieder! Jetzt geht's gut. Sowas von kein Grip, Alter. Absolut furchtbar. Was wollte ich sagen?
Also ich kenne jemanden, der hat ein Board, ich glaube mit 12 Buchstaben oder so, mehr Fehler gemacht als richtig. Weil er hat dann ein H dahingesetzt und IEs und behindert. Ja. Ja. Ah! Genau, ich hatte auch mal einen Kollegen in Englisch, der hat es geschafft, to, also zwei, ja. Ja, drei Buchstaben, drei Fehler zu machen. Wie hat man das geschafft? Ich weiß nicht, wie er es geschrieben hat. Ich glaube, der hat T-O-U geschrieben. Ach. To? To. Nee, warte, stimmt gar nicht, dann wäre das T richtig. T oder wie? Ich weiß nicht, wie er es geschrieben hat, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ziemlich behindert, schätze ich mal. Ist schon eine Leistung. Jemand, der das Wort sonst mit Z schreibt. Also S-O-N-Z-T. Sonst. Oder anstatt kritisieren, kritisieren. Ist auch schon stark. Ja, das ist gut. Also sind das richtige Rechtschreibprofis. Aber die sind schon krass auf ihrem Gebiet. Ja. Also die Leute, die, weiß ich, irgendwie ellenlange Texte schreiben, wird auch ohne Punkt und Komma, ohne auch irgendwelche Substantive groß zu schreiben, einfach alles ineinander weg. Bei WhatsApp mache ich das auch. Ja, aber jetzt, weiß ich, bei YouTube, bei den Kompetenten oder so, willst du irgendwas Langes erklären? Einfach so, wie so ein Wasserfall schreiben. Punkt, Komma. Dann mache ich auch Punkt, Komma. Wo du dir so denkst, wer soll das bitte lesen? Das versteht doch kein Mensch, wenn man das so schreibt. Und Leute, die nicht mal, Leute, die sagen, abonniert mich, aber nicht mal das Wort abonnieren richtig schreiben. Das ist auch wirklich, das ist unglaublich. Wenn sogar das falsch schreiben kann. Obwohl es sogar selbst unter jedem Video steht. Das war gut, Silas. Wir haben wieder mal glorreich gewonnen, die Meisterschaft. Wie immer natürlich. Ich denke, es weiter in der nächsten Folge wahrscheinlich mit dem Bel Air oder mit dem Hatstar. Was sagst du, Silas? Bel Air X7. Genau. Mit dem Chevrolet R7 machen wir weiter. Danke fürs Mitmachen, Silas. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das lasse ich auch genauso drin. Deswegen mache ich es ja.